Einen schönen guten Morgen aus Budapest. Wir starten in den zweiten Tag. Heute ist Freitag. Heute ist letzter Trainingstag. Heute ist Registrierung. Heute ist Shopping, Einkaufen für morgen und übermorgen. Beziehungsweise wir werden morgen bestimmt auch wieder zum Einkaufen gehen, so wie ich uns kenne. Und ja, wollte euch herzlich willkommen heißen zum zweiten Teil eben aus Ungarn. Wir haben gut geschlafen, wir haben heute früh bis um 9 geflitzt im Bett. Ich war zwischendurch um 6 Uhr schon mal wach und habe was gefrühstückt, weil der Hunger ziemlich stark war. Bin hier schon fleißig wieder am Trinken. Es müssen heute wieder über 10 Liter rein. Salz ist heute ein bisschen weniger und wir stoppen heute auch das Salz. Und dann wird heute auch schon ab der dritten Mahlzeit ein bisschen geladen. Viel Spaß! Und let's go. Guten Appetit. Ich lasse mir jetzt die zweite Mahlzeit schmecken, nochmal ohne Kohlenhydrate. Und dann koche ich lecker Reis für die nächsten 4. Und ich muss auf jeden Fall noch zeigen, was wir eingekauft haben, weil ich habe, glaube ich, die größte Ananas meines Lebens gekauft. 2,5 Kilo und 8 Euro hat die gekostet. Aber es war die allerletzte und einzige. Und wir waren in 2 Läden. Und dann habe ich gesagt, die nehmen wir mit, frieren wir wieder ein. Und dann ist die, bis Ende des Jahres sind wir versorgt mit Ananas. Guten Morgen. Jetzt gibt es noch ein bisschen Pre-Workout im kleinen Beutelchen. Das ist Nitro, Kreatin und Elektrolyte, also Flut. Da mache ich dann meine Post-Workout ERAs und Glutamin rein. Dann ist es gleich wieder verwendet. Noch ein Gäbelchen. Dann, weil dreimal am Tag gibt es ja 5 Gramm Meter plus. Dazu noch eine witzige Story. Ich habe neulich gelesen, irgendwie Stefan Kienzel nimmt vom Meter plus irgendwie 10 Gramm oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme halt auch mal 8 oder so. War keine gute Idee. Also Vorsicht, 4 Gramm ist, wird empfohlen auf der Verpackung. Wenn man 4 Gramm gut verträgt, kann man auch 5 Gramm machen, aber seid da lieber ein bisschen vorsichtig, weil mir war dann schlecht. So. Du hast ja vorhin auch, warst ein bisschen platt vom Rumluren und dann hast du auch, glaube ich, wie viel Gramm hast du gemacht? 5? 4? 8. Hast du 8 gemacht? Danach hast du nichts mehr geschlafen. Nö, kann mich nicht dran erinnern. Also, das geht jetzt noch rein. Und ansonsten gehen wir dann jetzt ins Training. Das Gym heißt Cytec Gym, glaube ich, Gold irgendwas. Und es ist für uns jetzt schon mehrmals empfohlen worden und auch von den Veranstaltern empfohlen worden. Und das schauen wir uns dann einmal an. Pumpen noch eine Stunde entspannt durch. Dann gibt es die zweite Reismahlzeit. Und dann irgendwann heute Abend, ich glaube 20 Uhr ist es erst, geht's dann zur Registrierung. Bist du ein Promi? Nein, ich bin undercover hier. Ah. Undercover. Außerdem hast du mal gesagt, das sieht aus wie eine Stubenfliege. Nee. Irgendwas mit Drogen und irgendwas mit Promi. Achso. Haben wir einen Schlüssel? Ja. Mach mal die Lichter aus. Hm? Los geht's. Wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's ins Gym. Gym. Und jetzt müssen wir erstmal die Adresse raussuchen. Na los. Wieder ohne Maske. Sicher, dass wir hier richtig sind? Ja. 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 Thank you.
kochen. Na schau, Fische. Fischis. Falls der Karim das sieht. Karim liebt Fische. Hier sieht's nach Gym aus. Wir sind zurück im Apartment und Daniel isst gerade was. Ich esse nachher noch mal was um 7, bevor wir zur Registrierung fahren. Und wir schauen gerade noch ein bisschen YouTube. Wir haben hier gerade den lieben Teamkollegen vom Team Vayu auf dem Bildschirm. Auf jeden Fall haben wir in gleich mal zum Know-how. Es gibt fast keinen Fisch hier in den Supermärkten zu kaufen, jedenfalls nicht in den kleinen. Und dieses Gym, in dem wir waren, war in einem Einkaufszentrum und da gab es dann einen großen einheimischen Einkaufsladen, sowas wie bei uns Marktkauf oder so. Und dann habe ich meinen Lieblingsfisch gefunden und mir erstmal ein komplettes Blech vollgehauen. Ich wollte erst nur eine Packung machen, weil ich mir gedacht habe, es passt nur einer aufs Blech drauf. Aber ich habe alles drauf gequetscht, damit ich dann nachher gegen 7 Uhr eine Portion frischen, warmen Tilapia essen kann. Geil. Richtig, richtig geil. Und zwar hier brät bzw. backt der Tilapia. Und ich habe noch ein paar Sachen gefunden. Hier ist meine Ladeschublade. Ladeschublade. Reisflocken. Oh, was war das? Was hat gepiept? Ah, der Ofen ist heiß. Okay. Dann, die habe ich heute schon probiert. Die sind nicht so geil. Also die Bianca liebt die ja, diese Reisflocken. Und die Melli, unsere Melli aus dem Team, die liebt die auch. Die hat sich gleich irgendwie 10 Kilo oder so von Amazon bestellt. Aber ich bin eher so die Reis, also so richtige Baby-Reisflocken-Typ. Dann habe ich noch was gefunden. Das ist
Gluten-free Rice Porridge. Ist von der Konsistenz her auch nochmal irgendwie anders. Sieht aus wie Kokosflocken. Aber ich habe mir gedacht, sowas sieht man jetzt nicht so oft. Muss man unbedingt mal mitnehmen und ausprobieren. Was haben wir noch? Kann ich euch vielleicht noch zeigen, was ich so gefunden habe. Und zwar, ich stehe total auf Kokosnusswasser für nach dem Wettkampf. Und einen Hafer-Cappuccino fürs Frühstück mit meinem Cookie. Und noch eine Portion Brokkoli für schwierige Zeiten. Oder Montag oder so, keine Ahnung. Einfach noch ein bisschen Gemüse für die Verdauung. Und ich finde den Kaffee auch sehr lecker. Ich hatte früher auch eine Nespresso-Maschine. Aber ja, so viel dazu gebabbelt. Ich wasche jetzt noch meine Haare, damit ich ein bisschen fresher aussehe für die Registrierung. Und dann fehlen mir heute noch ungefähr 2,2 Liter, die ich noch trinken muss. Also ich bin ziemlich gut in der Zeit. Salz ist schon alles verspeist. Gerade habe ich noch einen Kaffee getrunken. Ja, machen jetzt noch einen Formcheck. Und dann fahren wir ungefähr 10-15 Minuten zum Veranstaltungsort. Da wird dann noch die, die Registrierung gemacht, wo man dann auch nochmal seine Starternummer bekommt, wo man eben registriert wird, dass man da ist. Meistens kriegt man noch irgendwelche Goodies. Meinen Termin für Haare und Make-up muss ich noch machen. Termine fürs Tanning habe ich schon, ja, soweit, so gut. Wir haben schon gesagt, das war der entspannteste Trip eigentlich, weil wir gestern angereist sind und heute ganz entspannt alles in Ruhe, ohne Zeitdruck machen konnten. Das heißt, Training war einfach für sich, wir konnten ausschlafen, wir konnten einkaufen. Der Tag mehr, ist Gold wert gewesen. Wo geht's jetzt hin? Wir gehen jetzt zum Registrieren. Wir müssen ungefähr 4 Kilometer fahren und auf dem Navi steht aber fast 20 Minuten. Ich habe mich ein bisschen hübsch gemacht. Und du hast gesagt, ich soll meine Haare waschen, dass ich nicht immer mit meinem Assi-Dutt rumrenne. Und lieben Dank an meinen Papa. Ich habe seine Haare geerbt. Er hatte früher die gleiche Frisur wie ich. Und jetzt keine mehr. Und jetzt keine mehr. Mit schwarzen Haaren, also mein Naturton. Und ein Schnauzer dazu. Und die gleiche Länge. Liebe Grüße an meinen Papa. Du warst der heißeste Typ in der Schule. Mit den meisten Ticks. Okay? Wir sind wieder zurück. Wir haben unsere Tickets für Sonntag, unsere Termine und alles. Make-up, Fotos, Haare, Tanning-Termine und so weiter. Ich bin die Nummer 18. 18 Figurmädels sind mit mir auf der Bühne. Und es gab noch ein paar Geschenke, ein Tee, ein paar Chips, ein T-Shirt und so weiter. Esse jetzt noch meine letzte Kohlenhydrat-Mahlzeit. Bin irgendwie jetzt ein bisschen beruhigter, weil so ein großer Haken jetzt geschafft ist mit der Registrierung. Jetzt noch eben essen und dann heißt es schlafen. Und dann ist der zweite Tag auch schon geschafft. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr die Reise begleitet. Auch ein riesengroßes Dankeschön an alle, die mich auf esm.com unterstützen und natürlich auch bei uns im Shop. Es sind einige Bestellungen die letzten Tage reingekommen. Und die werden auch bearbeitet, auch wenn wir nicht da sind. Vielen Dank an den Dominik an der Stelle, dass er uns da unterstützt und hilft. Wir sind ein gutes Team, alle zusammen. Und ja, einfach mal Dankeschön für den Support, eben mit dem Code Jenny auf esm.com und auf unserem Online-Shop team-zinat.shop. Gute Nacht, wir sind raus. Hinterlasst uns einen Kommentar, hinterlasst uns gerne Wünsche, Anregungen, wie auch immer, für die Videos.
Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, herzlich willkommen in unserer Welt. Herzlich willkommen auf unserer kleinen Reise. Und bitte, ja, lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, weil da kommt noch ganz viel mehr.